Ich glaube, ich schreibe mal eine Mail an Mappa, dass sie aus diesem Intro was machen sollen. Ich finde es schade, dass er so besessen ist inzwischen. Davon, dass er seinen Körper zurückzukriegen. Aber warum ist er sich so sicher, dass der Rest seines Körpers dort liegt? Ist bestimmt ein Spion, oder? Ich denke, das wäre das Erste, was der macht, dass er Spione irgendwo einsetzt. Naja, wenn mein Brüderchen hier irgendwo vorbeikommt. Was ist, wenn er sein Augenlicht nie zurückbekommt? Wenn er stirbt, bevor er das kann? Oder er kriegt es zurück und hat nichts davon? Also von dem Haifischmann bin ich immer noch enttäuscht. Ja, ich wusste es. Ah, nee, ist niemand anders. Okay. Also das ist passiert ja eigentlich, weil diese komische Wand weg ist. Nicht, weil Dororo plötzlich seine ganzen Körperteile zurückgibt, sondern wegen dieser Holzwand. Oh, jetzt kommt wirklich Krieg über das Land. Ja, Frau hat recht. Oh, ist das grausam, ey, Wahnsinn. Oh Gott. Oh, das ist ja wunderschön. Oh. Oh.
Nicht mal die Tiere bleiben verschont. Ja, ich hab's gewusst. Ja, guck mal. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob es noch an ihm liegt. Wow, wirklich? Oh nein. Ich frage mich echt, warum er sich so verändert hat. Ich glaube, die gehen am Schluss alle unter. Vater, Bruder und Yogimaru. Oh nein. Gut, furchtbar. Ach, das sind die beiden als Kinder, okay. Oh, Schande. Was ist das? Sag mir nicht, die hat eine Krankheit. Ja, aber ob das wirklich daran liegt, dass er seine Körperteile zurückgekriegt hat? Weil dieser Fluch gebrochen ist? Naja, das ist ja auch irgendwie verständlich, oder? Aber dass sie das so bezeichnet.
Ich frage mich immer, was, wenn er alles zurück hat, was kommt dann noch? Oh, nicht schon wieder dieselbe Leier. Ist doch, wohin das führt? Aber sein Herz ist ja schon ganz rot. Ich glaube, wir denken, es gibt keine Hilfe mehr. Lass sie einfach irgendwann. Die sind alle fast gleich alt. Ich dachte immer, die wären älter als er. Gott, wie er sich freut. Jetzt habe ich endlich Freunde. Juhu! Bei Taumau habe ich das Gefühl, er will das wirklich aus seinem Herzen raus. Aber bei seinem Vater weiß ich nicht, warum er die Leute wirklich beschützen will. Vielleicht, weil er seine Macht behalten will. Oder sonst was. Ich frage mich immer, welche Rolle der eigentlich einnimmt. Außer der stille Beobachter und Retter. Siehst du, der Dachau ist nämlich rein. Ich glaube, ja, so langsam bist du ja auch ein Dämon.
Oh, die Statue. Ich glaube, da passiert irgendwas. Oh Gott. Verwandelt hat, ey. Wahnsinn, oh Gott. Ah, der kommt ihm zur Hilfe. Okay. Oh nein, nicht das schöne Pferd. Gott, das arme Tier! Mensch! Ah, oh, wirklich. Jetzt haben sie beide ihre Arme verloren, oh Gott, ich habe echt langsam keine Hoffnung mehr für ihn, dass er überhaupt noch zu retten ist. So besessen wie er ist. Oh nein, sag mir jetzt nicht. Er wird jetzt wirklich zu einem Dämon. Oh, Schande.
Ach, das ist das Pferd aus dem ersten Intro, oder? Das Pferd ohne Kopf. Das weiß ich gar nicht, wie das heißt. So, if you like my live reaction, if you did, leave a comment and subscribe for my live reactions and thank you for watching. Bye bye.